Hey und herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier beim 5-Kage-Gipfel stehen geblieben bei A, der jetzt gerade dezent ausrastet. Warum genau, werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal hier an der Stelle weiter. Warum, sagt A. Nase koizu ni shinobi rengo no taiken o makasu. Koizu wa shinobi no yami no daimeishi ga tsuku otoko da zu. これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を受け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。火影殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、火影様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながら火影殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内葉止水のシャリンガン。止水の道術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか御船を術にかけことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても、私の白眼はごまかせませんよ。おかげ殿。貴様。ハロー。次から次へとなんだ。内葉サスケが侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。みんなでサスケを探してみよう。なんだと。サスケ、なぜあいつが。それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。はっ、 B の仇を取る。行くぞ。この階段も面白くなりそうじゃぜ。青殿、ほかに。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。ほかげ殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。よかれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。団蔵、今はお前の言ってることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが、今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。なあ団蔵。だと。なら一つだけ問う。ああ、何でも答えてやるぞ若造。あんたたちはいつ己を捨てた。ん。さてガラ、俺たちはどうする。前の奪回任務では木の葉に協力したが、今は暁に成り下がった輩だぞ。うちや、サスケか。階段上に侵入したはいいが、あいつまた様子を見てくるって出てったっきり戻ってこねえぞ。ええ、今度こそ僕らを置いて帰っちゃったんじゃない。こちらにはいないぞ。奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おい、あれなんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れだな水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。
こっちの方が立ち悪いけどね。あの野郎、うちらを裏切りやがったな。行くぞ。おい、サスケ。目標はあくまで団蔵。その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。どうした、カリン。なんだね、今の感覚。体のサスケ。So, wir steuern jetzt das Team hier von Sasuke, das Tucker-Team. Und hier wird es auf jeden Fall gleich eine Neuerung geben. Ja, das mit Händler können wir jetzt mal überspringen, das brauchen wir nicht. Das kennen wir, man kann hier auf jeden Fall wieder Shit kaufen, wie Medizin und so ein Zeugs. Was wir auch gleich mal direkt machen werden. Wir werden ihn gleich mal ansprechen, das überspringen wir jetzt hier alles mal. Das ist sowieso jetzt nicht gerade vonstatten. Das sind jetzt alles so Sachen, die wir, glaube ich, Allzweckwunder, minimal Gesundheit wiederherstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Während dem Kampf, doch, da steht der Itemname. Ich glaube, das ist während dem Kampf, oder? Ja, genau, hier sind ja auch die anderen Items, die man während dem Kampf nutzt. Okay, scheinbar hier kann man doch keine, so Heil-Items kaufen wie im zweiten Teil, wo man sich auch währenddessen mal so heilen kann. Weil dann interessiert mich das jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall, ja, werden wir jetzt direkt mal loslegen und mal gucken, wie uns hier dieses neue Setting in diesem Spiel gleich gefallen wird. Also mir gefällt es auf jeden Fall, ich kenne das ja schon. このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの常人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンは？さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。So, los geht's. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist ein Bosskampf, aber scheinbar doch nicht. Was ziemlich schade ist, aber gut. Ich glaube, da kommt aber noch mal was. Also das war noch nicht alles, Freunde. Da kommt auf jeden Fall noch mal was. Da freue ich mich schon drauf, das auch mal wieder zu sehen. Was ich an der Stelle auch gleich mal anerwähnen muss, keine Ahnung. Dass die Cutscenes übelst lange gehen in dem Spiel. Das ist ja voll übertrieben. Gerade zum Beispiel im letzten Part. Ich habe das jetzt alles schön an einem Stück jetzt hier aufgenommen, als den letzten und diesen Part hier. Ach ja, das geht ja auch noch hier. Alter, das gab's ja gar nicht mehr bei Storm 4 oder Revolution mit dem Aufladen hier. Oh Gott, ich muss mal gucken, wie das überhaupt noch ging. Ich glaube, das ging so. Ah, genau, so. Und jetzt kann ich zum Beispiel Supports einsetzen und jetzt noch zum Beispiel Jugo in der Luft, aber den hatte ich gerade nicht zur Auswahl, deswegen ging das nicht. Aber ja, das mit den Cutscenes, das ist echt übertrieben, wie lang die einfach zum Teil gehen. Ich wollte ja gerade schon sagen hier, dass ich diesen Part und den letzten Part auf jeden Fall in einem Stück jetzt hier aufgenommen habe. Und... dass es schon wirklich sehr lange ist, für zwei Parts so lange dran zu sitzen und das Ganze hier aufzunehmen. Das ist echt unglaublich. So, wir machen das Ganze jetzt nochmal mit dem hier. Zack. Und jetzt können wir Jugo in der Luft rufen. Und dann könnte ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine Combo machen. Ich finde das ganz cool eigentlich, aber das haben sie scheinbar rausgenommen aus Storm. Ich glaube, Generation hatte das... Nee, Revolution. Revolution hatte das auch nicht mehr. Und Storm 4 auf jeden Fall erst gar nicht. Das ist ziemlich schade eigentlich. So... Oh Gott, das Jutsu war damals auch voll übertrieben hier. Das Amaterasu, das war wirklich sehr, sehr, sehr stark in Generations. Was, Generations oder was? Storm 3? Ich weiß gar nicht mehr. Ihr dürft es mir gerne reinschreiben, aber in einem Teil war dieses Jutsu extrem überpowered. Ich glaube, es war Generations, wenn ich mich jetzt nicht höre. Aber ist ja auch egal. Es ist egal. Wir machen weiter. Raikage-sama wa ite ni koko made. ウチハのやつ、思いのほかやる。だが、その程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕って、あれだけあって実は聞いてないってオチ。さすがは雷影といったところか。ふん、遊びはここまでだ。そろそろ蹴りをつけてくれる。砂漠のガーラか。なぜ邪魔をする風影。
返答次第では許さんぞ。ウチハサスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとして、そっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道、こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。地上は挟むな。お前は風かけだぞ。ああ、分かっている。Okay, jetzt gibt's doch den Bosskampf. Ich habe eher gedacht, der wäre gegen den Raikage gewesen, aber scheinbar noch nicht. Ich glaube, der kriegt nur nach einer Szene noch in den ganzen Cutscenes. Aber egal. Gaara ist unser Bossgegner und den werden wir jetzt auf jeden Fall schön aufschlitzen und erstmal mit unseren neuen Kräften, dem Susanoo und den Mangekyouri Sharingan, erstmal wegbumsen. Ja, komm, er müsste als erstes. Oh Gott, dass das echt geklappt hat. So, mal gucken, ob das klappt. Jop, das hat geklappt. Ich wusste gar nicht, dass der hier noch Kirin hat. Hat der da nicht noch was anderes? Aber ich glaube, das ist extra so in der Story eingestellt. Ich glaube, der Sasuke hat dennoch ein anderes Ulti-Jutsu. Nur ist es halt so hier eingestellt für die Story. Dass es halt nicht spoilert, weil das für eine Story ja keinen Sinn macht. So, wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall direkt besiegt haben. Scheinbar kommen da gar keine Cutscenes. Was ist da los, Alter? Voll easy, ey. Ich habe das ein bisschen krasser in Erinnerung. Aber okay, was soll man machen? So ist es nun mal. しょせん、お前の憎しみは俺に得を呼ばない。俺の絶望はお前以上だ。ライカゲをなめるな。俺の闇を見せてやろう。断層の居場所は突き止めたのか。え？断層の居場所は分かったのかと聞いている。そりゃ突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ。あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断層だ。サスケ。グズグズするな。早く案内しろ。あっちだ。おい、一人じゃ無茶だ。断層は必ず俺が。So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen neuen Modus, den ich vorher am Anfang des Partes erwähnt habe. Der kam jetzt nur erst jetzt halt. Und zwar ist das so eine Art Musou-Style. Also ihr kennt ja die Pirate Warriors-Spiele und sowas haben sie jetzt hier in Storm 3 auch eingebaut, um natürlich ein bisschen Abwechslung zu bringen. Und das sind eben hier die Mob-Kämpfe, so wird es genannt, aber im Japanischen ist das Musou. Und hier werden wir durch eine Arena rennen, ganz normal jetzt eben wie hier, und werden hier ein paar von den Gegnern platt machen. Ist ziemlich nice, kann man mal machen.
finde ich cool, dass man sowas auf jeden Fall eingebaut hat. Und am Ende kann man meistens, das ist zum Beispiel bei den größeren, zum Beispiel, oder so, man kann sich halt ein bisschen teleportieren. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar größere Gegner, da kann man dann so ein bisschen, so eine Art Finisher machen. Aber das seht ihr auf jeden Fall gleich. Und jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich den besiegt habe, X machen und weiterkämpfen, sodass die Kamera auf jeden Fall da auch mitkommt. Schade, dass man sowas auf jeden Fall aus Storm 4 rausgenommen hat. Okay, man hat es nicht ganz rausgenommen. So ein bisschen gab es ja mit Gamma Bunta und so ein Zeugs. Aber so in der Art gab es glaube ich, nicht mehr. So, welchen Weg werden wir gehen? Fälle jeden, der sich dir in den Weg stellt. Kämpfe dich bis dann so vor. Dein alleiniges Ziel ist dann so, konzentriere dich auf ihn und meide sinnlose Kämpfe. Das wäre jetzt hier zum Beispiel der einfache Weg. Das wollen wir aber nicht. Wir werden natürlich den Weg nehmen, der natürlich sehr, sehr viel böse Aura ausströmt. Und da werden wir auf jeden Fall reingehen und uns wirklich jeden Einzelnen stellen. So, weiter geht's hier. Ja, das ist Sasukes Chakra, nur ist er diesmal richtig sauer. Und da ist schon einer der größeren Gegner. Den werden wir auf jeden Fall direkt mal gleich platt machen. Ich hoffe, dass da auch, wie gesagt, die Finisher kommen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung habe. Aber ich meine, es ist schon so, wie ich das gerade eben gesagt habe. Ich glaube, man kann sogar grabben. Moment. Ja, genau, so eine Art Grab gibt's auch. Wir machen das nochmal. Alter, das ist ja voll cool gemacht. Schon lange nicht mehr gemacht, ey. Das ist echt einige Jahre her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. So, wir müssen auf jeden Fall mal so ein bisschen mit Combo besiegen. Weil dann können wir uns auch teleportieren. Beziehungsweise diesen Ninja-Sprint machen. Was ein bisschen attraktiver ist. Was macht denn Karin eigentlich? Ich weiß gar nicht, was Karin macht. Egal, ist ja egal. Wir werden es noch herausfinden. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und zack, alles kaputt machen. Zack. So, Anzeige füllen, Schleudern aktivieren. Im Mobkämpfen füllt sich allmählich eine Schleuderanzeige. Wenn du Feinde besiegst, bei gefüllter Anzeige kannst du die Folge bla 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 drücken. Okay. Das können wir gleich mal machen. Das hebe ich mir aber auch für den nächsten Raum, weil das jetzt etwas unnötig ist. Das ist so eine Art Team-Ulti, nur ein bisschen anders gemacht hier. Den Schleuderangriff, hier wird das genannt. Werden wir auf jeden Fall gleich machen. Aber nicht so jetzt. So, die halten natürlich ein bisschen mehr aus. Ich muss auch mal ein bisschen andere Kombos machen. Machen wir mal nach unten. Und ich meine, man kann jetzt, wie gesagt, diesen Finisher gleich machen. Ja, jetzt zum Beispiel. Bossen den Rest geben. Manchmal taucht über den Kopf eines besiegten Bossgegners eine Tasteneingabeanzeige auf. Wenn du in dieser Situation auf den Feind zustürmst und die angezeigte Taste drückst, kannst du ihn den endgültig ausschalten. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Zack, bam. Und nochmal schön mit Chidori besiegt. Alter. Das war so ein, also eine Art Mini-Chidori-Kirin, würde ich schon fast sagen. Nur ohne Drache. Kann man da eigentlich auch hochsprinten? Tatsächlich. Ist ja nice. So, jetzt müssten hier gleich nochmal welche kommen. Und da machen wir dann auf jeden Fall gleich mal den Schleuderangriff. Oh. Ihr wollt alle besiegt werden von Papa Uchiha. Papa Sasuke Uchiha. Kein Problem. Bitteschön. Nein! Nein! Ich hab's verkackt. Ich hab gedacht, ich muss das nur drücken. Und hab dann einfach kreisweite gespammt. Nein! Okay, die halten mich hier scheinbar. Ah, okay. Dann weiß ich das jetzt auf jeden Fall auch. Aber das ist nicht wirklich viel. Nein, das war gerade echt mein Fehler alles. Oh, Gomenesai. Aber wir werden es auf jeden Fall nochmal machen. Ich glaube, hier kommen noch einige Horden an Gegner. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, Freunde. Oh, verdammt. Ob ihr das geil findet oder eher weniger. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Junger Vater, wie ich das hasse, wenn ich von beiden Seiten angegriffen werde und das nicht sehe. So, zack, rüber. Und zack. Und zack. Und zack. Und was können wir noch machen? Und zack. Und dich besiegen wir jetzt ganz normal mit der Kreisattacke mal wieder. Ich glaube, auch wenn andere Gegner kommen, kommen auch andere Finisher. Bin mir aber nicht sicher. Da kann ich euch keine hundertprozentige Versicherung drauf geben. Aber jetzt passe ich auf jeden Fall auf wegen dem Schleuderangriff, dass wir das auf jeden Fall jetzt komplett einmal machen. Und zwar richtig. Ich will das nicht nochmal verkacken. So, Karin, heil du mich mal erst. So, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich küsse deinen Nacken. So, mal gucken. Oh, hier sind sogar richtig viele. So, jetzt machen wir alles richtig, Freunde, okay? Ich hoffe es doch.
Und gucken wir mal. Viereck. 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 X. X. Kreis. Dreieck. X. X. So, wir haben alle besiegt jetzt. Alter Falter. Wir haben nichts falsch gemacht. Und dafür kriege ich keine Trophäe. Mann, 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 Mann. Heim ich nochmal, bevor wir weitergehen. Dankeschön. So, also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, spielt selber mal Storm 3. Also ihr seht ja, hier gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Und sowas, solche Aktionen feiere ich des Todes, Freunde. Des Todes. So. Jetzt müssen wir uns natürlich hier auch nochmal kurz durchboxen. Hier gibt es aber nicht so eine Art Ulti, oder? So eine normale Ulti, das gibt es scheinbar nicht. Aber wir können ja alles niederbrennen. Das können wir auf jeden Fall machen. Da pisst euch von meiner Karin. Was, hier gibt's Erwachen? Lol. Passiert da irgendwas Krasses? Okay, ich bin wahrscheinlich nur noch mal ein bisschen schneller. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Mal gucken, kann ich da irgendwie jetzt einen Spezialfinisher machen? Nee, schade nicht. Das wäre noch mal ein bisschen cooler gewesen. Wenn ich im Erwachen vielleicht noch mal so eine Art Spezialfinisher gehabt hätte. Aber scheinbar bin ich dafür nicht cool genug oder so. Keine Ahnung. So. Easy besiegt, Alter. So geil. Ich glaube aber nur, dass man das... Nee, man kann das mit Darui später auch machen. Aber dazu will ich jetzt nicht wirklich arg wie spidern oder so. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Soro Soro Jaze. よく見るとやっぱりいい男ね、ウチハ一族って。いい男なのにもったいないわ。邪魔をするな。せめてとろけるようなキスをしてあげる。Sasuke tut mir gerade richtig leid, ey. Gegen viele, der einfach kämpfen musste. Okay, jetzt ist er aber ein bisschen cool. Jetzt sieht er total gepflegt wieder aus. Alles normal. Aber gerade, wo er zum Beispiel da an der Decke hing. Ey, das war schon eine geile Szene gerade. Da sah er komplett gefickt aus. Aber gut, ist ja nicht mein Problem, ist ja Sasuke. Von daher alles easy peasy, lemon squeezy. So, und jetzt greifen wir erstmal und ficken wir erstmal Mei weiterhin in der Luft. Oh, ich liebe diesen Sasuke, der ist so geil. Ich muss den auch mal wieder in Storm 4 spielen. Den spiele ich so gut wie gar nicht mehr in Storm 4. Ich streame das ja zurzeit so ein bisschen gerade wieder. Könnt ihr gerne mal auf Twitch vorbeischauen, falls ihr da mal Bock habt, gegen mich zu spielen. Einfach mal auf Twitch vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch samstags gegen mich spielen. Deswegen, Freunde, es lohnt sich. Erstmal schön grabben noch. Und ich habe mir gedacht, ich beende das Ganze jetzt einfach mal ganz gnadenlos mit meiner Ulti. So, schön Kirin auf deinen Nacken. Und wir beenden das mit dir, Mei Terumi. Niemand wird mich besiegen, denn ich bin Sasuke Uchiha. わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。のチャクラがないそんなそれじゃそりゃそうじゃ体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ
次はお前じゃ。いや、それは遠慮願おう。その女はまだ使い道があるんだな。まずは、はじめましてと言うべきかな。あなたは何者？自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらおうか。どうせなら皆が揃っていた方がいい。どういうことじゃ？うちはサスケ。なるほどの。サスケはどこだ？わしが塵にした。なんだと？あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、やつに邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。これで揃ったな。団蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている？質問に答えろ。だな。だが俺についてはもう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう、俺の名は内葉マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと？ふん、暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、雷影。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けがよくて助かるぞ。サスケ。お前はサスケを回復させておけ。俺が奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含めもろもろな。計画？そう、俺の計画、すべてが俺と一つになる月の目計画だ。ん？一つになる？どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知っているだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物から、この世界をな。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を十尾という。十尾だと？美獣は九尾までじゃないのか？違う。奴らは陸道仙人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか？陸道仙人は十尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム、あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた？それって？その通りだ。陸道仙人は十尾の人中力だったのだ。人中力だった、陸道仙人が。お前が美獣を集め、その十尾の力を手に入れようとしているのは分かった。が、そんな力を手に入れてどうする？十尾復活、そして俺は十尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大幻術、無限つくよみ。地上に存在する全ての人間に現実をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな！お前などに世界は渡さん！幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。
それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹8尾と9尾を差し出し、俺の計画に協力しろ。さもなくば戦争になる。8尾だとどういうことだ。 B はお前たちが。8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけある。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。でどうする。お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍界大戦、ここに戦線を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。今度は戦場で会おう。はあ、さてどうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな。弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはやこの派内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう。断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとは9尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと九尾の人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に8尾と9尾を渡してはダメです。だから8尾と9尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ7体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃあわしら忍び連合軍も8尾と9尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが7体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の現戦力でこちらの8尾と9尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば敵の前に8尾と9尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。土影殿、まだ何か不安が？あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際、相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを人中力なしにどう戦う。8尾と9尾を拘束し、忍び連合が2人を守ったところで、その連合軍が全滅しては意味がない。
だったら花から二人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん？今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが七体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争、我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。ならあとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう。八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大の木、うちはマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ忙しくなるでござる。さてこれからのことだが、ナルト、少し考える時間をくれってばよ。Gut, Freunde, Naruto braucht einfach ein paar Minuten Zeit jetzt, um das Ganze nachzudenken, was er gerade über Itachi und Hiruzen gehört hat von, Madara. Und das kann man natürlich verstehen, aber wir werden den Part jetzt erstmal an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. 40 Minuten irgendwie ist das jetzt der neue Standard, dass jetzt die ganzen Parts so lange sind, aber... Ja, Freunde, was soll ich machen? So ist es nun eben. Ich werde jetzt erstmal hier abspeichern gleich mal und dann werde ich den Part jetzt hier beenden. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einfach mal so ein bisschen euer Feedback gebt zu den ganzen Kriegssituationen, wie ihr das fandet, was Tobi oder wie auch immer Madara, wie ihr ihn nennen wollt, dass er das so angeteased hat mit dem Krieg und so, wie er das gemacht hat. Schreibt mir da ein bisschen Feedback rein. Ansonsten über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.